Die beiden TVB-Spieler Samuel Rötlisberger und Viggo Kristjansson packen mit an. Das druckfrische Saisonheft muss noch vor dem ersten Spieltag ausgeliefert werden. Trotzdem nehmen sich die beiden auch Zeit, ein bisschen durchzublättern. Denn spätestens jetzt steigt die Vorfreude auf das erste Heimspiel. Wir hatten jetzt mal letzte Woche ein Spiel auswärts, das erste wieder mit Zuschauern, das erste Saison. Und die Vorfreude ist, wie gesagt, sehr, sehr groß, jetzt auch wieder vor heimischem Publikum zu spielen. Klatsch, Pappe statt Daumen drücken heißt es am Donnerstagabend im Derby gegen Frisch auf Göppingen allerdings für den Isländer Kristjansson. In der letzten Saison mit 230 Toren bester TVB-Schütze fällt er jetzt mit einem Strecksehnenabriss am linken Daumen knapp 8 Wochen aus. Natürlich würde ich lieber auf dem Feld stehen als in der Tribüne. Es ist ein neues Gefühl für mich, weil ich habe noch nie in meiner Karriere ein Ligaspiel verpasst. Also ein schlechtes Gefühl auf jeden Fall, aber ich werde versuchen, auf Donnerstag die Jungs zu unterstützen. Dann wird es nicht nur das von Samu und Viggo verpackte Saisonmagazin, sondern auch das druckfrische Spieltagsheft für die Fans in der Halle zum Durchblättern geben. Im Gegensatz zu einigen anderen Vereinen wird das der TVB auch in Zukunft produzieren, setzt dabei bei der Produktion aber auf Nachhaltigkeit. Im Druck- und Medienzentrum Weinstadt wird bereits seit 2 Jahren klimaneutral mit Biofarben und chemiefreien Druckplatten gedruckt. Wir drucken das nach Bedarf, on demand, wir sind so nah. Ich denke, das ist auch der Vorteil, dass man so einen nahen Dienstleister hat. Und wenn man haptisch, gerade jetzt mit dem Naturpapier, das ist haptisch ein Erlebnis. Und das Erlebnis ist schwer digital nachzuempfinden. Und man hat ja gesehen, die Spieler, der Samu, wie die das Kleid durchstöbern, das ist einfach ein Erlebnis. Und das kann man nicht mehr nachempfinden digital. Das ist dann begrenzt. Die Information kriegt man, aber das Erlebnis gehört für mich auch dazu. Genauso wie das Live-Erlebnis in der Halle. 5000 Fans dürfen zum Derby in die Porsche Arena kommen. Der TVB ist mit einer Niederlage in Magdeburg gestartet. Frisch auf kommt mit 2 Siegen gegen die Aufsteiger Hamburg und Lübecke im Rücken. Sicher selbstbewusst nach Stuttgart. Denke ich auch. Und ich glaube schon auch, dass die Göppinger schon auch unter Druck waren in diesen ersten beiden Spielen. Die haben gewusst, das sind 2 Aufsteiger, da müssen wir eigentlich gewinnen. Und ja, vielleicht kommen sie jetzt ein bisschen mit, wie du sagst, mit mehr Selbstvertrauen zu uns. Und trotz allem, das ist ein Derby, da können Kleinigkeiten entscheiden. Und natürlich wollen wir diese Kleinigkeiten für uns entscheiden. Tickets für das erste Heimspiel des TVB Stuttgart gibt es noch. Auch in der Porsche Arena gilt die 3G-Regel. Alle Infos zum Hygienekonzept gibt es auf tvbstuttgart.de.